Deutsche Welle. Kalenderblatt. 22. März 1935. Erstes Fernsehprogramm der Welt. Als in den 1930er Jahren in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht kommen, erkennen sie das Potenzial des neuen Mediums Fernsehen für ihre Propaganda. Um den Briten zuvorzukommen, startet die NS-Propaganda überstürzt und mit unausgereifter Technik am 22. März 1935 das erste regelmäßige Fernsehprogramm der Welt. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow! Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlin mit dem deutschen Gruß Heil Hitler! So ähnlich klingt es, als sich Mitte der 1930er Jahre der Fernsehsender Paul Nipkow meldet. Schwarz-weiß verschwommen flimmert das Konterfei der ersten Fernsehansagerin Ursula Patzschke über die Bildschirme. An drei Abenden pro Woche bietet der Fernsehsender Paul Nipkow Unterhaltung. Der Fernsehtag dauert damals 2,5 Stunden und bietet dem Zuschauer einen Programmmix aus Wochenschau, Fernsehspiel, Tier- und Ratgebersendungen. Reichssendeleiter Eugen Hadamowski schwärmt auf der Eröffnungsveranstaltung des Fernsehprogrammbetriebs von den kulturellen Möglichkeiten des neuen Mediums. Das Fernsehen muss uns wirklich zusätzliche Kulturmöglichkeiten schaffen. Es muss neuen künstlerischen Formen und Äußerungen Bahn freigeben. Es wird uns eine unerhörte Vertiefung des politischen Gemeinschaftserlebnisses bringen durch das Mitwirken des Auges. Die Briten ziehen erst 7 Monate später mit dem allerdings technisch wesentlich besser ausgestatteten Sender BBC nach. Die Nationalsozialisten wollen mit ihrer frühen Inbetriebnahme Überlegenheit demonstrieren. So ist auch der Name des Senders programmatisch. Paul Nipkow ist der Erfinder der sogenannten Nipkow-Scheibe. Sie ermöglicht eine Übertragung der in einzelne Punkte zerlegten Fernsehbilder. Nipkow wird von den Nationalsozialisten zum Erfinder des Fernsehens stilisiert. Dabei missachten sie die Leistungen anderer Deutscher, wie dem jüdischen Physiker Sigmund Löwe oder dem adligen Naturwissenschaftler und Erfinder Manfred von Ardenne. Reichssendeleiter Hadamowski zum 75. Geburtstag Nipkows. Sie, lieber Dr. Nipkow, haben mit Ihrer Tat, die das kulturelle Gesicht kommender Jahrhunderte oder Jahrtausende bestimmen wird, vor aller Welt dokumentiert, dass das deutsche Volk, so wie früher auch, seinen geistig führenden Anspruch unter den anderen Völkern der Welt wieder angemeldet hat. Das Fernsehprogramm bleibt anfangs auf den Großraum Berlin beschränkt. Der Berliner Funkturm kann das Programm nur etwa 80 Kilometer weit ausstrahlen. Ab Juni 1935 versorgen fahrbare Sendeanlagen dann auch die Hamburger mit der neuen Technik. Während der Olympiade 1936 in Berlin werden die Wettkämpfe direkt in die überfüllten Fernsehstuben übertragen. Kaum jemand hat zu Hause ein Fernsehgerät, wie sich Walter Bruch erinnert. Als Fernsehtechniker der ersten Stunde und als erster Kameramann hat er beim Sender Paul Nipkow mitgearbeitet. Man hatte in Berlin Fernsehstuben eingerichtet, wo die Leute hingehen konnten und konnten sich das Fernsehen ansehen. Aber es gab keine Fernsehempfänger privat, nur bei uns Forschern und Entwicklern und einigen Politikern, so stand bei Goebbels einer. Aber für die Allgemeinheit war das Fernsehen nur zu beobachten, indem man in eine Fernsehstube ging und sich das Fernsehen als Technik anschaute. Anfang des Zweiten Weltkriegs werden alle öffentlichen Fernsehstuben geschlossen. Das Fernsehen gilt nun als kriegswichtig. Die Fernsehgeräte werden für die Betreuung deutscher Soldaten in Lazaretten eingesetzt. Gesendet wird ein Gute-Laune-Programm, das den Durchhaltewillen stärken soll.
Die Live-Show »Wir senden Frohsinn, wir spenden Freude« mit Ilse Werner will mit Musik, Tanz und jungen Frauen das Geschehen an der Front vergessen machen. Erst im Oktober 1944 stellt der Fernsehsender Paul Nipkow endgültig den Betrieb ein.